gar nicht so einfach. Obertauern, Seka, morgens um kurz nach 7:30. Vorbereitungen auf das erste Mal. Normalerweise ist das ja meine normale Umgebung, aber jetzt habe ich schon eine Zeit lang das nicht mehr so spüren können und es löst in mir schon sehr viele Glücksgefühle aus. Endlich auf Skiern. Gut 5 Monate nach der Verletzung. Ich bin ja auch schon lange nicht mehr Lift gefahren. Hinauf auf die Seka-Spitze. 400 Höhenmeter in gut einer Stunde. Spaß fürs Tempo. Spaß. Eine Herausforderung für uns, aber auch für das Skitouren-Greenhorn Anna Fenninger. Sehr schön. Es ist zwar mega anstrengend, ich traf dies schon langsam aus, aber frische Luft tut gut, Sonne tut gut, Schnee tut gut. Und Skier. Ja, es ist zwar noch nicht ganz das, wie ich gewohnt bin, aber zumindest einmal ein Schritt. Der rechte, der mit dem breiten Buckel. Ja. Und der linke, ganz hinten. Mhm. Was ist das für ein Berg? Keine Ahnung. Steirischer Kalkspitz. Ist das? Ja. Okay. Der Borte. Da war ich eh schon um. Ja, siehst du das? Der Borte ist der Lungau, oder? Dann gehst du rauf, dann kannst du hinten runterfahren. Obertauern, die Heimat von Annas engstem Begleiter Peter Melisnik. Hier hat er schon Hermann Mayer und Hans Kruger begleitet. Er weiß um die Qualen von Spitzensportlern in der Reha. Wir waren in der Kraftkammer, haben wieder mal trainiert. Die Anna sitzt nach einer Übung auf einem Gerät, relativ fertig, schaut mich so an, schaut ins Knie an und sagt dann so, glaubst du, kann ich schon Skifahren? Dann sage ich, ja, ich glaube, du könntest schon Skifahren, aber wir haben jetzt keinen Stress. Dann sagt sie, so wie sie sich das vorstellt, das geht sicher noch nicht. Dann sage ich, naja, Anna, man, so wie du dir das vorstellst, wie du einen Schwung fährst, da gibt es genau eine Handvoll Leute auf dem ganzen Planeten, die so fahren. Also bis dahin dauert es dann sicher noch ein bisschen. Tatsächlich ist Annas Respekt vor zu großem Risiko zu spüren. Und doch muss sie sich für die Genesung fordern. Woche für Woche, Tag für Tag. Ich bin natürlich vom Knie her schon um einiges stabiler geworden wie beim letzten Mal und habe dadurch jetzt auch schon ins Krafttraining einsteigen können und auch schon ein bisschen eine Muskulatur aufgebaut, aber es ist sehr zäh, es dauert einfach sehr lang und das spüre ich einfach jeden Tag, dass ich an die Grenzen komme und dass ich das auch machen muss, damit was weitergeht und das ist eigentlich das, was im Moment das Anstrengendste ist. Motivation liefern solche Momente. St. Moritz im März. Beim Saisonabschluss schnuppert Anna wieder Weltcup-Atmosphäre. Balsam für die Seele. Da habe ich eigentlich gemerkt, welche Emotionen mich dazu bringen, wieder da zurückzukommen. Was mir unglaublich gut da hat, ist, dass ich einfach alle meine Kolleginnen und Freunde wieder getroffen habe. Und mit ihnen einfach auch geredet haben und dass sie sich gefreut haben, dass ich da bin. Und einfach, dass man wieder mal dabei ist, das war eigentlich das Wichtigste. Alles tun, um irgendwann mal wieder dieses Gefühl erleben zu können. Nicht mühsam nach oben, sondern ganz schnell nach unten. Zurück auf die Rennski. Wann ist es endlich wieder soweit? Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir eigentlich fast jeden Tag, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß selber nicht. Ich bin jetzt in einer Phase, wo ich körperlich schon wieder weit bin und wo ich das Gefühl habe, es müsste jetzt dann schon möglich sein. Aber für mich ist halt wichtig, dass ich, wenn ich fahre, so fahren kann, wie ich es gerne möchte. Also ich bin noch gar nicht bereit, dass ich sage, das macht für mich einen Sinn und ich kann es spüren. Und ich hätte, glaube ich, ein bisschen zu viel Angst, nur dass ich es muskulär nicht abfangen kann. Und deswegen ja, ist es schwierig zu sagen. Das Ziel ist, dass ich es im August mache, aber ja, das kann mir keiner vorhersagen, wann es soweit ist. Geduld, schwierig zu zeigen, wenn es um die eigene, größte Passion geht. Das ist einfach mein Leben. Ich habe mein Leben lang in das investiert und das ist das, was ich machen will. Und ich konnte es irgendwie nicht ertragen, wenn ich da verpassen würde.
Eine Racerin auf Skiern. Durch und durch. Der Lift ins Tal. Nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum großen Comeback.